Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Numerologie-Kalender von und mit Brunhilde Feiner. Um die Tagesenergie herauszufinden, nimmst du bitte das heutige Datum und errechnest die Quersumme. Und das tust du so lange, bis zum Schluss eine einstellige Zahl herauskommt. Für diesen Tag erhalten wir somit die Tagesenergie der 6. Was bedeutet die 6er Tagesenergie? Heute geht es um die Familie. Heute ist die Familie dran. Ja, es geht im Leben nicht nur um Arbeit und Pflichterfüllung, auch die Familie muss ihren Platz haben im ganz normalen Alltag, im ganz normalen Leben. Heute geht es um das Zuhause. Also ein schönes Essen mit der Familie, wo du etwas Besonderes kochst oder wo du der Frau einen schönen Blumenstrauß mit nach Hause bringst oder wo ihr sogar die Eltern einladet zum Essen oder die Geschwister. Also alles, was mit Familie zu tun hat, ein schönes Familientreffen. Und es geht auch um Themen, die mit dem Zuhause zu tun haben, mit dem Heim. Entweder bei euch zu Hause schön essen oder das Zuhause verschönern, es noch angenehmer machen, dass ihr euch noch mehr wohlfühlt. Denn immerhin ist das Zuhause der Ort, wo du auftanken solltest, wo du energetisiert werden solltest, damit du wieder in die Welt gehen kannst mit Kraft, mit Lust, mit Freude, um deinen Pflichten draußen ja mit mehr Leichtigkeit und Schwung nachgehen zu können. Und daher ist das Zuhause ein wichtiger, wichtiger Kraftort, der so schön wie möglich, was auch immer das für dich bedeuten mag, eingerichtet werden sollte, damit du dich richtig freust auf dein Zuhause, damit du dich richtig gerne dort aufhältst und damit du dann voller Kraft und Elan wieder in die Welt hinausgehen kannst. Es ist dein Castle, your home is your castle, sagt man ja, dein Zuhause ist deine Burg. Und dann kannst du natürlich im Kreis deiner Lieben heute Liebe verschenken. Also, das ist ein Tag für die Familie, ein Tag, um sich um das Zuhause zu kümmern, ein Tag, um Liebe zu verschenken, Liebe mit anderen Menschen zu teilen. Ansonsten kannst du natürlich noch viel, viel mehr anhand der Numerologie erfahren, zum Beispiel deine Lebensaufgabe. Sie wird berechnet durch die Quersumme deines Geburtsdatums. Und wenn du unterhalb dieses Videos auf den Link klickst, kannst du dort gratis den Numerologie-Report anfordern. Ansonsten abonniere bitte den Selbsterkenntniskanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und wir sehen und hören uns dann morgen. Bis dahin, einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.